herzlich willkommen zu einer neuen Runde von meinen Lieblingspanzern in World of Tanks. Und heute sind wir angekommen in der Stufe 7 und The Oldman führt natürlich wieder durch das Programm. Wie gesagt, ich habe nicht alle Sechser als Lieblingspanzer, ich habe viele, aber wie gesagt, eine oder der andere oder eine ist nicht dabei gewesen. Und dafür, wie gesagt, hat jeder so seinen Geschmack. Deswegen habe ich auch im letzten Video gesagt, wir gehen in die nächste Runde und das ist hier die Stufe 7. Und mit der beginnen wir natürlich mit einem meiner Lieblingspanzer, den ich eine ganze Zeit nicht mehr hatte in der Garage, den ich mir wiedergeholt habe. Das ist der deutsche Tiger 1, einer der gefürchtesten schweren Panzer des Zweiten Weltkrieges mit seiner 8.8er drauf. Und deswegen rein geschichtlich gehört er einfach bei mir mit in die Garage. Und diesen möchte ich euch natürlich zeigen und vorstellen. Und ich habe ihn wirklich lieb gewonnen. Er ist zwar kein Überpanzer, aber es macht eine Menge Spaß mit ihm, durch die Gegend zu fahren, zu kurven. Und wir werden uns das Ganze jetzt mal ein bisschen näher angucken. Drauf haben wir hier die 8.8er KWK 43 L71. Wir haben 240, 240, 295 mittlerer Schaden. Mittlere Durchschlagskraft der 8.8er ist die 203, 237, 44. Wir haben eine Feuergeschwindigkeit, die als Standard mitbringt, 6,59 bis 8,96. So, das Ganze schauen wir uns natürlich hier nochmal mit dieser hundertprozentigen Mannschaft an, die ich hier habe. Somit kriegen wir raus, bedingt auch mit den Modulen, die ich habe, eine Feuergeschwindigkeit von 10,6. Dann haben wir eine Nachladezeit von 5,7, also relativ schnell ladend. Wir können ziemlich schnell nachladen, hier sieht man es leider nicht. Und deswegen bin ich sehr begeistert von der 8.8er auf der Stufe 7, muss man immer dazu sagen. Dann haben wir hier die Turmdrehgeschwindigkeit 19,2, natürlich der dreht wirklich langsam. Und wir haben hier eine Zielerfassung, die auch erhöht ist, die nicht wirklich gut ist, 2,53. Dafür haben wir aber eine super genaue Kanone von 0,32 Streuung auf 100 Meter. Wir können mit ihr natürlich Schaden anrichten von 2547 je Minute bei einer Struktur, die er mitbringt, 1500. Wir haben eine Wandpanzerung von 180,80, eine Turmpanzerung von 180,80. Die Beweglichkeit, da gucken wir auch nochmal rüber, 700 PS Motorleistung, aber leider haben wir nur 12,03 PS pro Tonne. Das macht gerade mal 40 Stundenkilometer höchstgeschwindig vorwärts, 12 rückwärts. Die Wendegeschwindigkeit ist hier 27,73, ganz passabel noch. Für einen schweren Panzer, Tarnung haben wir nicht und wir haben hier 441 Meter können wir mit ihm sehen, bedingt natürlich durch die Module. Ja, ich nehme mit natürlich hier eine kleine Satzerkiste, ein kleines Feuerlöschsystem, ein kleiner Medikasten und eingebaut habe ich natürlich die Optics, die natürlich diese Prozente bringt, dass wir auf 441 klappen. Dann habe ich hier die Lüftung eingebaut, um die Verbesserung, die Mannschaft zu pushen, damit ich schneller schießen kann, schneller laden kann und sonstiges. Den Ansetzer noch dazu, wie gesagt, wegen der Nachladezeit. Für den Lüfter kann man natürlich, je nach Bedarf, kann man hier natürlich, weil die Zielerfassung so hoch ist, natürlich verbesserten Waffenrichtantrieb mitnehmen. Das werden wahrscheinlich viele haben, aber ich komme ganz gut klar mit ihm. Und deswegen will ich die Mannschaft eigentlich nur pushen und somit habe ich mich dafür entschieden. Ja, das ist ja mein Lieblingspanzer, den ich jetzt wirklich nicht mehr hergeben möchte und den möchte ich euch natürlich jetzt auch im Gefecht zeigen. Bis gleich. So, natürlich hallo und herzlich willkommen hier mit unserem deutschen Tiger 1 auf Wadi. Und wir werden mal sehen, was wir mit der 8.8er erreichen können. Wir wissen ja, der war der Schrecken des Zweiten Weltkrieges und für viele Panzerfahrer auch ein Grab. Aber hier in World of Tanks hat er zwar eine super geile Kanone, aber er ist kein Überpanzer. Das muss ich hier nochmal so sagen und betonen. Wir entscheiden uns jetzt mal für die linke Seite natürlich und werden wir sehen, was wir hier auf der linken Seite mit ihm so erreichen können. Wir werden hier definitiv ein bisschen snipern, weil wir eben eine geile Kanone haben. Und da haben wir auch schon unseren ersten Gegner, einen russischen KV-1.3. Der erste Schuss ist schon gerade daneben gegangen. Pinkt schon gut an. Ja, der zweite sitzt aber dafür.
Und dann kriegen wir vielleicht noch einen unter. Ja, und dann geht der drauf, der Panzer. Also fängt es doch nicht so schlecht an. Wir konnten schon mal gleich einen Panzer rausnehmen. Und schauen mal, was wir hier wirklich noch mit dieser Kanone so schaffen können. Auf Entfernung. Da haben wir einen KV-2. Und den können wir noch, haben wir voll in der Fahrt getroffen. Ihr seid ein bisschen vorgehalten. Der zweite Schuss bounced an seinen Turm. Und dann können wir noch den dritten anbringen. Und somit geht dieser Panzer auch raus. Also super Start. Zwei Panzer schon am Anfang rausgenommen. Was wollen wir mehr? Jetzt haben wir hier die Spotter. Und vielleicht können wir da vielleicht einen Schuss drauf anbringen. Aber sie stehen wirklich sehr gut hinter der Düne. Ja, da kommt er jetzt ins Sichtfeld, aber ich bin zu hoch mit der Kanone. Ich muss meinen Panzer ein bisschen drehen, dass ich weiter runterkomme. Die Gande preschen ist nicht so super gut beim Tiger. Also muss ich mich ein bisschen seitlicher hinstellen, damit ich die Kanone natürlich weiter runterkriege. Und hoffe natürlich, dass er nochmal wieder vorbeikommt und wir doch vielleicht eventuell einen Schuss anbringen können. Ja, vielleicht zu früh geschossen oder wir haben es nicht gesehen, ob wir getroffen haben. Geladen! Ja, jetzt momentan ist er weg. Da ist er wieder. Gegen den Sand. Ja, es ist nicht einfach. Da kommt er nochmal aus der Düne raus, aber leider auch verrissen. Ja, da bleibt er stehen, sehr schön. Man muss aber bedenken, das ist eine riesen Entfernung. Und da konnten wir ihm glatt eine geben und jetzt haben wir wieder verfehlt. Ja, in der Bewegung sind die Spotter natürlich sehr schlecht zu treffen, das muss man mal so sagen. Und wir warten, was wir hier noch weitermachen können. Wir werden unsere Position natürlich nicht aufgeben. Bis jetzt lief sie gut. Immer ein bisschen schüssel bin ich natürlich auch von der Arti. Wir haben eine Arti drin. Momentan hat sie sich nicht auf uns eingestellt. Wenn sie gut steht, kann sie hier genau hinballern. Ja, jetzt drückt das hier das Team sogar vor und wollen die Gegner hier unten rausnehmen, was ich nicht so wirklich für gut finde, weil so sind sie auch für andere offen und wenn die anderen auf der anderen Düne stehen oder sonst wo, können die auch ihre Kanonen anbringen. Hier steht man nämlich ein bisschen ungeschützt und die Arti kann ja auch raufballern und ich will das natürlich vermeiden, hier nicht drauf zu fahren, weil das für mich nicht Sinn ergibt, mich dort auch noch zu opfern, weil ich einen Panzer rausnehme. Im Endeffekt zählen immer die Kanonen, die zum Schluss im Spiel sind. Und da kommt unser T-71 wieder zurück, aber wird hier natürlich unglücklicherweise auch noch rausgenommen. Wie gesagt, andere Gegner stehen auf der Düne auf der anderen Seite. Da, wenn man hier runter und fährt, muss man damit rechnen, dass man hier nicht wieder hochkommt, weil egal wie schnell der Panzer ist. Man muss hier diesen Berg hochfahren, man wird langsamer und somit auch zum Opfer. Ja, ich bin natürlich immer noch ein bisschen sehr passiv spielig, das muss ich zugeben. Aber wir deffen hier und wir müssen hier nicht angreifen. Und deswegen, solange kein Gegner im Cap steht, haben wir diese Position auf der linken Seite verteidigt. Und egal, ob die jetzt anpingen, ob da noch ein Panzer steht oder nicht Panzer steht, bleibe trotzdem hier, weil es ist einfach zu gefährlich, dort um die Ecke zu fahren. Ja, unser Spotter fährt in die Mitte. Somit wieder Gegner für uns off, werden aufgemacht für uns. Und dann haben wir auch schon mal gleich einen Prott. Ihr seht, da steht einer auf der Düne. Und da konnten wir gleich einmal einen Schuss anbringen. Zurück fährt er nicht mehr, er fährt vor. Ich kann ihn aber nicht ketten. Kriegt einen Schuss in den Turm noch natürlich rein von mir. Und dann gebe ich ihn, ja, kann ich noch eine mitgeben, dann ist er verschwunden.
Somit haben wir drei Schüsse anbringen können auf der Entfernung. Und warten einfach ab, was jetzt passiert. Ja, das Team ist in der Mitte, ihr seht, fahren unten in die Mitte rein. Ich werde mich jetzt, entscheide mich jetzt einfach mit rumzudrücken. Ach, da ist nochmal, der geht wieder auf. Aber ihr seht, er ist kaum zu sehen. Also ich sehe nur seinen Turmspitze, eine ganz kleine Fläche nur. Und somit treffe ich ihn noch nicht mal. Und ich kann ihn auch nicht durchschlagen, weil bauen sich die Rundungen. Gut, wir drücken jetzt einfach mal nach. Geladen! Berg runter sind wir ziemlich schnell. Höchstgeschwindigkeit 40 Stundenkilometer. So, hier steht aber keiner mehr. Wir haben immer noch volle HP. Wie gesagt, wir haben hier sehr passiv spielen können. So, ich entscheide mich natürlich jetzt für die Mitte, weil auf der Minikarte, ihr seht es selber, ist der Gegner mit zwei Panzern auf der rechten Seite. Und ich versuche natürlich meine Teammitglieder jetzt auf der rechten Seite zu unterstützen und fahre jetzt einfach in die Mitte und suche mir natürlich die nächstbessere Position hier. Ah, der ist zu schnell, ihr seht, der Bulldog ist einfach zu schnell. Ich würde jetzt hier nach oben fahren, weil ich denke mal, von der oberen Position können wir das Team vielleicht optimal unterstützen. Weil auf dem Bulldog brauche ich nicht fahren, der kann mich umkreisen. Ich muss natürlich mir eine gute Position suchen. Ja, bis jetzt sind die Häuser hier davor, aber ihr seht, ich versuche hier Blindschütze zu setzen, aber ich sehe den Bulldog nicht wirklich und er ist hinter der Düne, jetzt sieht man das. Ich komme an ihn nicht ran. Geladen! Ja, ploppt immer ganz kurz auf, aber das reicht nicht für unser hervorragendes Geschütz, ihn dann nochmal zu treffen. Also ich setze jetzt natürlich hier viele Schüsse einfach mal in den Sand hier, weil ich versuche ihn immer noch oder hoffe, dass er so aufsteigt, dass gerade er meinen Schuss fahren kann. Aber das macht er nicht. Jetzt haben wir ihn mal gesehen, aber er ist schon wieder weg. In dem Moment habe ich nicht abdrücken können. Jetzt. Geladen! Na. Er kommt wieder raus und ich habe ein bisschen vorgehalten, habt ihr gesehen, mit der 8-8er und dadurch konnte ich ihn rausnehmen. Jetzt haben wir noch den letzten verbliebenen Feindpanzer drin, konnte ihn einmal treffen, aber ich habe jetzt nicht. Habe ich ihn in die Kette nur getroffen oder ist er gebounced? Und nochmal gebounced. Und jetzt ist er wieder hinter den Dünen und jetzt wird er von meinem Teamkameraden rausgenommen. Somit geht das Spiel für uns zu Ende und wir können dies mit einem Sieg verlassen. Wir schauen uns nochmal ganz kurz den ausführlichen Bericht an, aber nur ganz kurz, könnt ihr sehen, die Daten. Ja, Panzerass hat nicht gereicht, erster Klasse haben wir, 36.000 gab es dafür. Ja, so sieht das Ganze aus. Wir konnten hier ein bisschen Silbertaler einfahren. Wir haben viele Schüsse gemacht. Wir haben natürlich viel verschossen, das habt ihr gesehen. 1600 noch was Schaden haben wir machen können. Und selbst Spotting-Schaden konnten wir machen. Und das macht summa summarum Platz 2 in dieser Runde. Hier konnte ich natürlich zeigen, wie gut dieser Panzer auf Entfernung ist, oder die Kanone, muss ich immer dazu sagen, auf Entfernung. Deswegen macht ihn das so besonders, weil sie Hammer genau ist. Und deswegen gehört er einfach zu meinen Lieblingspanzern mit in die Garage, auch wegen der Geschichte, das darf man auch nicht vergessen.
Und somit geht diese Runde, erste Runde natürlich zu Ende für uns. Und wir werden uns natürlich gleich in der nächsten Runde sehen mit dem einen weiteren Lieblingspanzer, den ich da gerade stehen lassen habe. Also bis gleich. Hallo und herzlich willkommen natürlich zurück zur zweiten Runde mit meinen Lieblingspanzern in World of Tanks. Und definitiv gehört dazu der GW Panther, und den schauen wir uns natürlich auch genauer an. Wir haben die Kanone ausgebaut, wir haben die 15 cm SFH 43 drauf. Wir könnten einen Schaden damit erzielen 1200, 900, 1200 bei einer mittleren Durchschlagskraft von 88, 240, 88. Feuergeschwindigkeit ist 1,74, so kommt die Kanone daher, und das schauen wir uns natürlich auf der rechten Seite auch nochmal an in der Feuerkraft. Wir haben jetzt hier eine Feuergeschwindigkeit mit der ausgebauten Besatzung von 2,02, also ein bisschen besser, und eine Nachladezeit von 29,8 Sekunden. Waffenrichtgeschwindigkeit 10,43, Höhenbereich ist es nicht so wichtig, Seitenbereich 26,26, Zielerfassung haben wir hier 6,11 noch. Und wir haben eine Streuung von 0,67. Das ist ein Wert auf dieser Stufe der beste. Kann ich schon mal so sagen. Von den Adis, vielleicht habt ihr mein Adi-Spezial verfolgt. Da habe ich alle 7er vorgestellt. Und wir können mit ihm 2419 Schaden machen pro Minute. Wir haben eine Struktur bei 360, also nichts. Eine Wandpanzerung von 50, 30, 20. Leergewicht, eine Motorleistung von 350. PS pro Tonne 11,48, Höchstgeschwindigkeit vorwärts 46, rückwärts 12, Wendegeschwindigkeit 27,12. Ja, der Tarnwert, seht ihr, ist 0, eigentlich gar kein Tarnwert. Und ich habe hier nur eine große Ersatzkiste mitgenommen, kann man auch eine kleine mitnehmen. Ich habe hier eine große eingepackt, eigentlich ist das Quatsch, wir können hier eine kleine mitnehmen. Werden wir gleich mal ändern. So, wie gesagt, HBE habe ich mit, Heat habe ich hier nicht mitgenommen, und normal HE jedenfalls auch. Hier haben wir 3,57 den Wirkungsbereich, und bei der anderen haben wir, bei der Golden Muni haben wir 5,11. So, wir haben Tarnnetz mit, wir haben natürlich den verbesserten Waffenrichtantrieb wegen der schnelleren Zielerfassung und natürlich den Ansetzer, weil wir schneller nachladen wollen. Und somit gehen wir mit ihm ins Gefecht. Bis gleich. Ja, willkommen auf feurigem Boden. Beim Bogen. Mit natürlich dem GW Panther. Eines meiner Lieblingspanzer auch in der Stufe 7 halt. Macht Schaden. Eigentlich eine ziemlich genaue Kanone. Das macht ihn eigentlich so besonders, weil er einfach viel Spaß macht. Geladen! Und das ist natürlich auch die Hauptsache. Weil natürlich meine Runde Lieblingspanzer in World of Tanks in den Stufen. Viele habt ihr schon kennengelernt, oder habe ich euch vorgestellt, was meine Lieblingspanzer sind. Auch die Panzer in der Garage stehen. So, stellen wir uns hier unser Loch. Und schauen wir mal, was wir eigentlich so erreichen können mit dem. Ja, auf Spotter brauche ich eigentlich nicht so viel wirken. Ihr seht es an so einem. Da konnten wir ihn schon mal ordentlich eingeben. So sieht die Ansicht in der anderen Ansicht aus. Thank you.
sozusagen einen treffen wir. Tatsächlich haben wir den Kleinen getroffen. Dann wäre noch der große Kuh-Eis immer gut für Artischläge. Das darf man nicht vergessen. Geladen! Dann geht der auch raus. Wir schalten mal wieder auf den T34 hier um. Der wurde gleich weggebeamt. Nehmen wir auch noch einen. Tiger 2. Geladen! Und der steht auch noch. Wir wissen natürlich nicht, was für einen Schaden wir machen konnten an ihm. Aber es tat, glaube ich, weh. Ja, wenn die Panzer natürlich stehen bleiben, so, das ist natürlich für uns perfekt. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Ah, die lieben sowas. Keiner bewegt sich, sie zielen alle in der Ansicht und bewegen sich nicht. Somit, geladen! Somit ist es natürlich ein hervorragendes Ziel für uns. Und somit geht der auch zu Ende. Dann gehen wir auf den Berg rauf. Ah, er fällt leider wieder zurück. Ja, der Schuss ist da angeflogen, wo ich ihn hinhaben wollte. Eindeutig, hat man gesehen. Die war mir natürlich jetzt wichtiger, deswegen habe ich umgeschwenkt. Ich musste natürlich neu einnehmen. Und somit. Ach, schade, Schuss ist raus. Wäre auch zu weit geflogen. Ich wollte nicht warten. Der ist abgefackelt. Bleibt noch ein Sniper irgendwo über. Der sich gut versteckt hat. Geladen! Wäre er weitergefahren, wäre vorbeigeflogen. Erst hat wieder zurückgesetzt, somit konnten wir ihn voll erwischen. War eine Top-Runde, muss ich dazu sagen. Es hat alles super geklappt. Wir haben hier erster Klasse gekriegt. Dann Kämpfer, Schläger und natürlich Großkaliber. Macht summa summarum 38.832 für das Gefecht. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal im Auslösungsbericht an. 442 gab es, 23823 konnten wir mitnehmen, 8 Schüsse abgeben, 6 direkt hat er 6 Durchschläge. Wir haben Schaden gemacht von 3261 über 300 Meter. Also es war für uns eine Top-Runde, eine Top-Arti-Runde. Wir haben hier auch Platz 1 einnehmen können. Und wie gesagt, so geht das zu Ende. Hab sogar noch einen SFL-3 Haubitzenschlag abgeschlossen mit super erfüllt. Ihr seht, 3000 Schadenspunkte haben wir erreicht. Mit dem GW Panther ist es möglich. Somit habt ihr gesehen, warum ich ihn als Lieblingspanzer habe. Wenn das Gefecht optimal läuft, die Gegner beim Stehen, dann ist
dieses Geschütz natürlich hammertödlich. Und deswegen macht ihn das so besonders aus und deswegen mache ich ihn auch gerne in der Garage behalten, weil er halt auf dieser Stufe eben auch verdammt viel Spaß macht. Somit geht natürlich diese heutige Runde natürlich wieder zu Ende und wir sehen uns in der nächsten Runde. Mit ein, zwei Panzern habe ich immer noch in der Stufe 7 und darunter auch wieder eine Arti. Und bis dahin sage ich, so Oldman, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und ihr könnt mir gerne einen Daumen hoch lassen. Ihr könnt mich auch abonnieren, alles kostenfrei. Also, seid gespannt, bis zum nächsten Mal.